Ich habe den Weg in die Selbstständigkeit dieses Jahr gewählt, weil das Timing einfach perfekt ist. Ich habe vor 20 Jahren mit Kochen angefangen und bin 6 Jahre jetzt im Fitzenau gewesen, eine super Zeit gehabt. Und habe schon immer gewusst, dass ich eigentlich mein eigenes Ding machen möchte. Und darum war eigentlich das Jahr perfekt gewesen, vom Timing her, zu sagen, jetzt Nenad, machst du dein eigenes Ding. Mit meiner Selbstständigkeit, das erste Projekt ist sicher für die nächsten 2 Monate die Stadthalle. Und dann im Februar ein bisschen Ferien. Gut, die Stadthalle gibt es seit 100 Jahren, also man kennt es schon länger. Früher war sie ja mal ein Ort für Fest, für Boxkämpfe. Dann war sie ja eine Autogarage, man hat 2 Böden reingezogen. Und die Herzautovermietung war drin. Ja, die Location ist einfach mega, mega cool. Wir hatten Glück, dass wir sie bekommen haben, gerade zum richtigen Zeitpunkt zugegriffen. Ja, mit diesem Projekt jetzt hier in der Stadthalle werde ich sicher ein bisschen zugänglicher sein. Vor allem hier in der Stadthalle haben wir natürlich auch eine offene Küche. Die Leute sehen rein, sie sehen, wie wir arbeiten, wie wir anrichten, können Fragen stellen, können einen Pass führen, können mit uns reden. Das Menü der Stadthalle wird ein Sharing-Menü sein mit 4 Vorspeisen, 3 Hauptgänge, 1 Dessert. Von der Philosophie her ist es eine weltoffene Küche. Sachen, die man kennt, Produkte, die man kennt, aber einfach so ein bisschen raffinierter, mit der Nenad-Handschrift zubereitet. Miele ist der richtige Partner für mich, weil es sehr viele Parallelen gibt zwischen Miele, meinem Kochen und auch mir als Person. Es ist Perfektion, Präzision, dann das Visuelle natürlich, also Design dann. Und aber auch das Motto, das mich seit 20 Jahren selber begleitet und immer pusht, ist immer besser. Es passt perfekt zusammen. So für all die, die uns in der Stadthalle besuchen wollen und auch mal möchten sehen, wie unser Essen schmeckt, am 1.12. geht es los. Wir freuen uns extrem auf euch.